Alle Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Breaking News. Ich lese gerade, frisch aus der Wanne, Amok-Alarm, Hauptbahnhof in Stuttgart geräumt. Ich ziehe es euch ein bisschen größer, ist aber jetzt auch nicht viel mehr zu sehen. Ich habe den Titel eben schon gelesen, ich mache das Video ein zweites Mal, weil ich ein bisschen noch kommentieren will. Hier sind Polizisten sogenannter Amok-Terrorausrüstung, sperren die Zugänge zum Hauptbahnhof. Ich finde, dass Amok und Terror zwei völlig verschiedene Dinge sind. Bei beiden könnten allerdings Kugeln fliegen, gebe ich zu, und dementsprechend macht das möglicherweise Sinn. Wir gehen erstmal rein, dann möchte ich das Ganze bewerten. Stuttgart. Die Polizei hat am Sonntag den Stuttgarter Hauptbahnhof komplett evakuiert, nachdem Passanten um kurz nach 11 Uhr mehrere verdächtige Personen gemeldet hatten. Was sind denn verdächtige Personen? Sind da bewaffnet rumgelaufen? Und warum ist es Amok-Alarm? Ein Amoklauf ist doch normalerweise einer, der irgendwie durchdreht und sich am liebsten umbringen will. Also mehrere sind doch eher dann nicht Amok, sondern was anderes. Kriminalität, Terror oder sonst was. Das ist meiner Ansicht nach schon wieder hier die Augenwischerei. Das sieht ein bisschen danach jetzt schon aus. Spekulation natürlich. Als möchte man hier schon das in eine Richtung framen, damit ja nicht jemand auf was anderes kommt. Aber natürlich kann das auch anders sein. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Okay, wenn das gemacht wird, muss ja was Schlimmes sein, denke ich mal. Wegen des Bahnstreiks war laut Bundespolizei aber nicht so viel los wie an anderen Sonntagen. Passanten wurden gebeten, den Bereich um den Hauptbahnhof zu meiden. Die Lage ist unter Kontrolle, sagt der Sprecher der Bundespolizei. Es gebe keine Gefahr für die nahe Innenstadt. Ja, aber was ist denn da jetzt los? Also wie gesagt, wir haben hier verdächtige Personen am Bahnhof gemeldet. Was ist denn da passiert? Ist der Sellner eingereist mit ein paar Leuten von der IB oder was? Was sind verdächtige Personen? Was läuft denn da? Haben die Waffen oder was ist denn das? Das ist ja wieder eine Berichterstattung, die sagt ja gar nichts aus. Also sie sagt im Prinzip nur aus, wir sagen dir nicht, was passiert, aber geh am besten nicht zum Bahnhof gerade. Ja, weil man es irgendwie nicht vermeiden kann, dass man wenigstens etwas rausgeben muss. So kommt es mir vor. Vielleicht bin ich da ein bisschen böswillig. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Weiter geht's. Eine Drohung habe es nicht gegeben. Aha, sagte der Sprecher. Man sei noch an Erklärung des Sachverhalts. Einzelheiten könnten aus einsatztaktischen Gründen zunächst nicht mitgeteilt werden. Also sprich, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir wissen nur, dass wir in einer ständigen Spirale von möglicherweise Gewalt, Bedrohung, Angst sind und dass schon wieder auf unseren öffentlichen Plätzen und Straßen, vielleicht zum Glück möglicherweise, schwer bewaffnete Polizisten rumlaufen. Aber wir wissen nicht, worum es überhaupt geht. Also, das ist wirklich dünn. Und ich glaube, man hätte, wenn man gewollt hätte, auch mehr zu verdächtigen Personen schreiben können. Was macht die denn verdächtige Person? Das hätte man noch schreiben können, ohne einsatztaktisch jetzt hier Probleme zu haben, denke ich mal. Und ja, das finde ich erstaunlich. Ich gucke, ob es was Neues gibt noch auf News, ob wir eine alternative Berichterstattung mal haben. Und da gucke ich jetzt einfach mal schnell rein, ob da irgendwas ist. So, hier sehe ich jetzt nichts. Also die Bild-Zeitung ist scheinbar im Augenblick noch die einzige, die da was hat. Ich gehe nochmal auf NTV und schaue, ob wir noch irgendwas rausholen können. Aber bis jetzt ist das sehr, sehr dünn, was wir hier an Berichterstattung haben. Hier ist auch nichts. Erstaunlich, dass nur bei der Bild-Zeitung ein bisschen was steht. Wundert mich ein bisschen. Gut, ich gucke noch einmal beim Fokus, aber dann ist auch gut. Hier, da, Stuttgarter Hauptbahnhof, 12:47 Uhr, also es ist vor einer Minute gewesen. Die Polizei hat es geräumt, das gucken wir mal. Es ist das gleiche, fast satzgleich, ne? Die übernehmen im Prinzip immer von irgendwem, RND oder so, die Sätze und kopieren die bei sich rein. Copy-Paste, das sagt doch immer wieder was für die über die die Qualität unserer Presse aus, ne? Die machen alle nur Copy-Paste. Verdächtige Personen, ja toll, dann Drohung. Nichts. Es ist, die haben quasi bei der Bild-Zeitung abgeschrieben beim Fokus, ne? Da ist nichts Neues, gar nichts. Gibt es irgendwelche Kommentare, die mehr wissen? Nö. Also, wenn ihr aus Stuttgart seid, schreibt es in die Kommentare. Ich bleibe für euch dran. Ich kann euch jetzt auch nicht mehr sagen, als da steht. Schreibt, wie gesagt, rein, teilt das Video. Sagt doch Leuten, die sollen vielleicht, wenn ihr in Stuttgart wohnt, da nicht unbedingt hingehen, damit nichts passieren kann, was auch immer da möglicherweise passieren könnte. Und wie gesagt, kommentiert bitte, teilt das Video, lasst mir ein Daumen nach oben da und vor allen Dingen ein Abo. Und wir sehen uns wieder, wenn ich mehr weiß.